Hey ho, und da hat auch gerade einer das Licht ausgeknipst hier in der Silbermine. Creeper kam hier, also stand hier direkt vor der Tür. Ich raus hier mit vollem Gepäck, ne? Alle Kostbarkeiten dabei. Ich halte mich jetzt nicht auf. Ich renne mal zurück nach Bad Schönfels rüber. Hoffe mal, dass jetzt draußen auch Tag ist. Oh, ist das gefährlich hier überall, ne? Ich habe hier mich hier, glaube ich, auch mal voll erschrocken, als ich die Höhle erkundet habe. Das war total so ein epischer Erschrecker. Ich glaube, Folge 34 oder sowas. Ne? Guck doch nochmal nach. Irgendwo da in dem Dreh. Es ist hell. Ja, dann aber nichts wie weg. Ne? Die Beine in die Hand genommen und los. Wiedersehen, Silbermine. Bloß nicht stehen bleiben. Ich habe jetzt keine Lust, meine Diamanten zu verlieren oder sonst was. Das Tal ist einfach unheimlich schön. Ich sagte, nicht stehen bleiben. Ich lasse mich aber auch gerne so ablenken, ja. Von so, was weiß ich, so Schweinen auf dem Weg. Ja, die ist nicht schlecht. Komm, wenn die schon mal so gehäuft hier stehen. Haha, ja klar. Dann machen wir das natürlich auch. Dauert ja nicht lange, ein Schwein zu killen. So. Aber noch eine Sache, das lassen wir jetzt. Ja, es ist natürlich ein bisschen Fußweg. Vielleicht können wir auch das Boot nehmen, obwohl es ist unnötig. Ach, hallo, du. Hä? Ja, dich lasse ich immer noch in Ruhe. Ich weiß, du weißt, dass ich meine, dass ich Koteletts dabei habe. Aber, ja, die esse ich lieber selbst. Ja, super, das kommt jetzt ja ganz richtig. Wir sind ja auch praktisch schon zu Hause. Oh mein Gott, jetzt wird's dunkel, Leute. Ach komm, lass uns das jetzt nicht in einem Desaster enden. Na, das muss jetzt einfach mal hier ganz locker durchgelaufen werden. Das ist so wie abendlicher Trimm dich, ne? Auf Leben und Tod. Oh. Ich höre sie schon kommen, die ganzen Killer hinter uns. Ah, oh, wir haben noch ein gefährliches Stückchen vor uns. Die ganzen dunklen Bäume bei uns vor der Tür und all diese Sachen, ne? Was habe ich denn eigentlich noch? Halbes Leben. Ah, das sind noch vielleicht zwei Bogentreffer oder so und dann ist es aber aus. Gut, jeder Meter zählt. Jeder Meter zählt. Ha. Wenigstens kennen wir inzwischen den Weg, ne? Da ist ein Zombie, das ist okay, die hänge ich ab. Da ist ein Skelett, das wird mich beschießen. Ich laufe mal ein bisschen durch die Bäume, so zickzack. Ganz locker bleiben. Ja, das ist dieser scheiß Weg hier immer noch. Entschuldigung, 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 blödes Wort. Ich zeige euch gleich, was ich noch gemacht habe. Gut. Erstmal tief durchatmen. Alles wunderbar. Und sofort mal unsere Brocken weg. 15 Diamanten, jetzt haben wir 17. Redstone ohne Ende. Gold weg, okay. Silber. So, Eisenohren und dann haben wir noch ein bisschen animalisches Zeug und pflanzliche Zutaten. Zwei Koteletts, die schmeiße ich direkt in den Herd. Kohle raus. Kohle war auch schön. Da können wir nicht klagen. Ich habe auch noch ein bisschen die Holzbestände aufgefüllt in der Zwischenzeit. Auch nochmal hier Dunkelholz nachgeholt. Enorm viele, ja, hier Birken. Und dann habe ich. Sekunde. Kann auch direkt so bleiben. Ah, warte mal hier, den Flint, der kann auch noch raus. Gut. Dann noch so zwei Zusatzkisten hingestellt, weil es überhaupt nicht mehr funktionierte hier. Alles schon überlaufen. Ja, und zwar zwei Doppelkisten mit Koppelsteinen. Ne? Also das ist enorm. Ich weiß gar nicht. Da können wir drei Städte von bauen. Das ist auch hier Wegebau und so. Kein Problem. Ne? So viel Geröll machen wir das ja alles mal eben aus dem Ärmel geschüttelt. Gut, die Wolle noch abgeladen und dann würde ich sagen, hatte ich das Kotelett genommen? Nein. Man kann das auch bleiben, aber essen wir direkt mal eins. So.
Mal hochgelaufen, schnell geschlafen. So, und dann haben wir hier auch schon ein bisschen, das erinnert mich ein bisschen wie hier Schlafzimmer der sieben Zwerge vielleicht, ne? Obwohl, das müsste irgendwie Schneeflittchen und die acht Zwerge heißen, schätze ich mal. Ja, acht. Und da auch noch, ja. Ja, aber da kann man überall rein. Ich schlafe trotzdem immer in dem ersten, ist das nicht komisch? Ich habe das jetzt schon so ein paar Spieltage hier, ne? Und schlafe trotzdem immer nur in einem Bett. Ich laufe oben hin. Guck mal hier. Schön, ne? Und dann haben wir hier oben den neuen Präsentationsraum. Ja? Achso, da muss ich irgendwie einen Tusch spielen. So, ganz vergessen beinahe. Ne, Herzchen über Herzchen. Und dann habe ich jetzt ringsherum so eine Holzbefestigung gebaut und das fand ich jetzt irgendwie schön. Das sah schön aus. Jetzt mit der, im Verbund mit der Treppe. Ne? Hier auch von außen der Boden finde ich auch ganz gut. Also hier kann ich schon einige Tutorials mal drehen, irgendwas mal machen. Ne? Und Ziel erfüllt erstmal. Was uns dann noch einfällt später, ist ja noch, steht auf einem ganz anderen Blatt und vor allem auch auf einer ganz anderen Projektwand. Jedenfalls können wir dieses Schild jetzt erstmal, den Versuchsraum, erstmal wegmachen. Dann, Leute, dann haben wir noch das ist die Slime-Höhle. Ja, die ist ja nun wirklich erfolgreich. Wir haben schon irgendwie viele, viele Slimes. Ne? Also, was will man mehr? Bettenetage können wir eigentlich meinetwegen, können wir die, meinetwegen können wir die auch abmachen. Obwohl ich immer, nicht, lass es mal hängen, weil ich immer noch ein komisches Gefühl habe, dass es irgendwie noch nicht so richtig geil aussieht da. Deswegen lass es mal unten hängen, da gucken wir eh nie hin, in die Ecke da unten. So, und Terrasse unten, ja, denkt ihr, das ist jetzt auch fertig? Weil wir ja schon beim letzten Mal und beim letzten Malen hier mal so gebaut haben, ne? Immer so angefangen und nicht so richtig zu Ende gemacht. Ich habe hier tatsächlich unten den hier diese ganzen Löcher mal geflickt. Ja, hier alles mal Erde reingekippt. Trotzdem noch eine Doppelkiste Erde. Ja, hier mal alles begradigt, den Strand mal ein bisschen schöner gemacht. Hier könnte ich vielleicht noch die Reihe aufkippen. Mache ich euch jetzt sofort mal. Und so ein bisschen begrünt mit hohem Gras. Sehr schön. Schilder stelle ich kurz mal ab. So. Erde und Sand. Den einzelnen da auch, diesen einzelnen Brocken. Und zwar, ja, mir ist noch eine andere Idee gekommen. Weil, denken wir mal zurück. Am Anfang, als wir hier in Bad Schönfels in diesem Seed Swamp Weed angefangen haben, habe ich immer gesagt, Mensch, dieser schöne Berg, da machst du so eine Steilwand rein und dann ist das so ein Höhlenhaus und ich wollte das so ein bisschen, dass es nicht so auffällt, sondern dass es eher so natürlich aussieht. Der hat mich noch nicht gesehen, aber ich habe ihn schon gesehen. Jetzt hat er mich auch gesehen, aber ich habe ihn immer noch gesehen. Wunderschön. So gefällt mir das. Oh, die Löcher, die haben mich schon letztens mal hier. Mir ist jetzt ein kleines Malheur noch passiert. War noch mal unter der Falle. Also da drunter, da ist ja noch so eine Nebenhöhle. Da bin ich dann hier so eingebrochen. Wo war das denn? War das hier? Nee, wo war das denn? Ich meine, noch sogar noch weiter hinten oder wie? Irgendwo ist mir jedenfalls unheimlich der Deckel aufs Dach gefallen. Ne, und ist jetzt nicht so wichtig, wo es genau war. Irgendwo hier. Ich meine, das. Nee. Warum finde ich das denn jetzt nicht mehr? Also ist richtig, so richtig Erde runtergekommen und auf mich drauf gekracht. Weil ich da unten Sandstein weggehauen habe. Ne? Aber wie gesagt, das ist jetzt überhaupt nicht so Thema, nicht so. Ach, hier! Hier! Okay. Ne, seht ihr, also, war der kleine Vorbootler dann da unheimlich verschüttet. So, warum ging es mir jetzt? Das ist mir jetzt hier schon zu postmodern irgendwie und ja, Bauhausartig. Und ich habe gedacht, das reiße ich alles wieder ab. Und da mache ich wirklich Scheiß auf. Entschuldigung, meine, ja, ich muss jetzt hier mal ein bisschen Klartext reden.
Vergessen wir mal die Sache mit Beta 1.8 und da warten wir jetzt gar nicht lange drauf. Ich mache da jetzt Holz hin und dann wird das begrünt mit Laub. Ne? Hält ja dann nur, wenn da Holzstämme in der Nähe sind. Deswegen kommt das alles wieder ab und ich glaube, es sieht hinterher schöner aus. So, und deswegen hole ich jetzt mal, dann nehme ich auch normales Holz, glaube ich, weil wir davon. Oder? Also, wenn wir schon das, wenn wir das schon anfangen, ne? Ja, dann sollte man das auch richtig tun. Na, also ich habe ein bisschen Holz hier. Hier. 17, da kommen wir nicht weit mit. Nur ich finde das so schön, das dunkle Holz, für sowas. Ich bin jetzt völlig unschlüssig. Ich glaube, ich nehme doch das normale Holz. Oder sollen wir Birke nehmen? Nee, ich glaube, das normale Holz ist völlig ausreichend. Ja. So, und zwar hier. Da können wir mal gucken, wie das aussieht. Können wir mal gucken. So, und da kommen da nämlich überall. Was mache ich denn hier? So, hallo. So, da kommen dann überall. Kommt da Laub hin? So, und dann wird das wunderschön. Irgendwie nett. So, und dann erst, dann können wir uns auch mal unten. Ah, das ist doch völlig okay so. Da machen wir aus, machen wir den normalen und in so Höhlen. So, da können wir dann mit dem dunklen Holz arbeiten. Das passt doch hier ganz gut irgendwie. So, das kommt alles weg hier. Hätte ich auch sofort drauf kommen können, bin ich aber nicht. Ne? Wann bin ich denn drauf gekommen? Und zwar, als ich mir nochmal ein Video angeguckt habe. Ne? Beim Schneiden. Und da habe ich dann plötzlich gemerkt, Mensch, so und so könntest du das machen. Das ist häufiger mal so, dass man dann so eine Idee bekommt, wenn man das selber sich nochmal anguckt, aus ja, mit dem objektiven Auge. Ne? Normalerweise, wenn du drehst, hast du kein objektives Auge, dann machst du so, wie es kommt und wie dir gerade was dazu zu erzählen einfällt. Ne? Aber wenn es mal richtig drauf ankommt, braucht man deswegen auch die Drehpausen immer mal. Das ist immer ganz gut, da kommt man ein bisschen so mehr rein. So. Schauen wir mal. Ja, genau. Schön die Säule da noch. Die Säule noch ausbessern. Ersetzen. Haben wir noch eine. Oh, nee. Ja, das ist wieder eine typische Vorbuddler-Situation, ne? Aber da habe ich auch nachgelegt. Da habe ich auch nachgelegt. Ist hier schon wieder einer am Jaulen. Das kann doch nicht wahr sein. So. Da unten können wir im Keller auch noch irgendwie vielleicht eine Plantage bauen oder sowas, ne? Auf jeden Fall weiß ich jetzt auch, wie wir wohl eine Holzplantage mal machen. Ist ja jetzt doch noch ein bisschen aus der Not geboren, was ich da so gemacht habe. Ne? Hinten, da hinten irgendwo habe ich zu so Birken gepflanzt. Da muss ich auch mal hinrennen. Aber man könnte das natürlich auch mal ein bisschen. Was machen wir zum Beispiel mit dem Terrassengarten? Da bin ich auch letztens durchgelaufen und habe gedacht, Mensch, was machst du denn hier? Blümchen pflanzen oder wie oder was, ne? Und da habe ich mir gesagt, mach doch mal da so Blumentöpfe für Bäume hin. Na, und das können wir ja vielleicht auch gleich noch machen. Sofern wir das jetzt hier. Ja, die obere Reihe dann auch noch. Und dieser Zipfel da, der ist auch hässlich. Der muss auch weggemacht werden. Ich bin hier heute der Wegmacher. So. Genau. Dann noch die obere Reihe. Wie komme ich denn da jetzt am besten ran? Ach so, von unten geht das doch überhaupt ohne Probleme. Und das ganze Dingen hier, diese ganze Konstruktion, die möchte ich dann fortführen über den ganzen Eingangsbereich. Also über unsere Haustür und an der anderen Seite auch wieder hinunter. Ne? Also praktisch hier die erste Säule. War ja, super, aber reicht ja noch gerade. Ah, scharf hab ich nicht. Wo hab ich denn? Schön verwahrt, oder wie?
Oder ist mir das ausgegangen? In irgendeine Kiste habe ich das geschmissen, die Schere. Ich weiß noch, dass ich da eine ganz krüppelige Schere hatte. Die war irgendwie so gut wie kaputt. Aua, aua. Es tut mir immer total weh, wenn ich das gute Material für so eine blöde Schere verwenden muss. Ah! Okay. Gerade noch überlebt. Wird gerade dunkel, das hole ich mir aber noch, das hole ich mir aber noch. Und dann gehen wir schlafen. Zacki, zacki. Haha. Ja, du hast du wie guck du. Zacki, zacki, machen wir dann oben mal heier. Und dann hauen wir mal rein oben in den Garten mal eben. Dann zeige ich euch mal, wie ich das vorhatte. Ich glaube, da stehen auch noch ein paar Pinien, die ich dann bei der Gelegenheit mal beseitigen könnte. Erde habe ich gerade dabei, das finde ich gut. Da muss man aber überlegen, ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Abstand kann man denn Bäume pflanzen, sodass die gut wachsen. Weiß ich jetzt nicht so im Kopf. So, Pi mal Daumen, 5 oder 6. 5, ne? Wahrscheinlich auch nur 4. Gehen wir mal oben raus. Gehen wir mal oben raus. So, schön ist das. Ist immer sehr herzerfrischend, ne? Wenn man hier sowas sieht. Gut, um die Ecke. Da ist Terrassengarten. Ich höppel immer hier sofort drauf, weil hier hat man alles im Griff, ne? Und alles im Blick. So, da habe ich so mal provisorisch ein paar Pinien gepflanzt. Die hole ich mir jetzt gleich. Und dann hatte ich vor, in solchen Einzelnen. Das zeige ich euch gleich. Was soll ich das jetzt großartig erzählen, wenn ich das auch einfach schon mal machen könnte, ne? Erstmal müssen die Pinien weg. Dann haben wir dunkles Holz, was wir im Moment überhaupt nicht brauchen. So, einmal. Habe ich hier Stimmen gehört? Nähern sich da Leute? Bin ich auch mal gespannt hier mit NPC-Dörfern. Ne? Stelle ich mir total cool Dorf. Cool Dorf. Ne? Cool Dorf ist das. Das wird bestimmt klasse. Obwohl, ich weiß jetzt ja nicht, wie es dann funktioniert. Ne? Mal gespannt sein. Also, mal wirklich sehr gespannt sein. Ey, wie groß ist der Baum? Da ist ja noch ein Stamm drüber. So, aber langsam ein bisschen unverschämt. So, jetzt reicht's aber hier. Aber hier noch ein paar Blätter einsacken. Für unseren Eingang unten, ne? Vielleicht nehmen wir da auch mal so ein paar andere, so die Pinienblätter, nehmen wir dann einfach mal. Wenn ich davon genug hab. Ja, das ist mal was anderes als immer die normalen. Die sind einfach zu normal. So, hier. Alles mitnehmen. Alles, was man kriegen kann. War doch noch ein Baum da hinten. Da ist noch ein Baum. Hier, das Ding, das ist irgendwie krüppelig. Das wächst nicht vernünftig. Wie weit war das denn? Das waren jetzt. Das waren nämlich 5 dazwischen. Und trotzdem ist der nicht gewachsen. Und hier waren sogar 1, 2, 3, auch 5 dazwischen. Also sollten wir 6 dazwischen haben, mindestens. Damit die Bäume wachsen. Weiß, das ist alles erklärt, ne? Kann man nachlesen, wie das genau und perfekt wäre, aber das interessiert mich irgendwie nicht so sehr, wie das perfekt ist, ne? Wir spielen halt hier und fertig. Klappt oder klappt nicht, wir wollen mal gucken und ne, kein Trouble hier und so akademisch da, ne? Das wird schon funktionieren. So, jetzt muss ich aber dann auch natürlich auch zeigen, was ich hier vorhab. Blumentöpfe wollte ich bauen, ja, Blumentöpfe für die Bäume. Und da würde ich mal sagen, komisch, aber hier sind nur 4 dazwischen, trotzdem sind die Bäume gewachsen. Ach, man muss nicht alles verstehen. Man muss nicht alles verstehen. Und zwar nicht so weit oben, vielleicht hier mal erst an. Hier könnte eine Treppe hoch. Ah ja. Ich bereite mal ein bisschen vor. Dazu muss ich noch mal reinlaufen. Schön, jetzt sieht man den Eingang auch mal und mal umdrehen. Hier können wir immer mal wieder so Überraschungen erleben, ne? La 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 la. Ah, komm, dann machen wir das eben mal. So haben wir die Folge angefangen, so können wir sie auch aufhören oder mehr oder weniger angefangen, ne? Aber hier können wir ja mal ein bisschen weitermachen erst.
ganz klar, bevor ich da oben die Blumentöpfe hinstelle. Und zwar hier einfach nur eine Heckenwand rein. Ja, das habt ihr euch wahrscheinlich auch schon so gedacht. Und wenn nicht, dann seid ihr selber schuld. Kann ich auch nichts machen. Lass mal das hier mal sehen. Das ist doch wunderbar. Das ist doch wunderbar, tralala. Hier auch noch ein bisschen so rein und hier vielleicht an der Ecke mal noch sowas ran. So. Und dann hier außen auch noch. Sowas. Ja. Auch das ist cool. Vielleicht auch direkt hier so. Wie viel habe ich noch? Noch drei? Ja, das reicht. Dann kann ich. Egal. Erstmal hier noch was. So, dann schaue ich nochmal aus der Entfernung. Oh! Braunes Schaf. Mäh, jawohl. Danke für deine Holzwolle. Das sage ich ja immer wieder. So, ich habe aber wieder ein Extra-Pack. Ah, habt ihr ja schon an der Kuschelecke gesehen. Ja, guck mal, das wird doch was. Da ein bisschen noch mit dem Grün und noch ein bisschen verwildert da so runterrennen lassen. Ah, eine andere Heckensorte würde da auch noch gut reinpassen, sehe ich gerade. Noch ein bisschen so einen Kontrast da reinbringen. So verschiedene Formen und Farben. Ich hole mal noch was. Da haben wir normale. Und von den Pinien haben wir auch noch was. Das ist doch gut. Das ist ja schon mal gut. Da komme ich jetzt nur nicht gut drauf. Vielleicht wenn wir das hier noch. Ja, jetzt komme ich hier lang. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da könnte man hier noch so ein bisschen eine andere Farbe rantun und irgendwie so wild und unkoordiniert noch. Damit das jetzt nicht wie so ein Rahmen aussieht, ne? Sowas irgendwie ein bisschen. Bisschen durcheinander. Ja, toll, der war jetzt natürlich nicht so gut platziert. Who cares? So in der Art. Jetzt geh ich mal schauen, ja? Wenn Sie mal schauen möchten. Ja, genau. Und jetzt noch ein bisschen nach unten hier weg. Hier so ein bisschen mehr das Chaos rein. Ja? Und noch eine andere Hecke aus einer anderen Kiste. Ah, wild, wild, wild. Aber nach unten hier noch ein bisschen was, so ein Gehänge rein. Ein bisschen noch so abgestuft. Wird schon wieder gleich nicht halten, ne? Wird er wieder weggehen. So. Ach, guck mal, da kommt immer noch was hin. Auch noch mal was anderes. So, ach. Das ist doch schön. Da kann man viele Sachen mitmachen mit dem Laub. Das ist gut. Ja, ein bisschen verwildert. Na, wird das denn hier wohl reichen? Auch mal noch mal von da hinten gucken. Die Schafe kann ich mir bei der Gelegenheit krallen. Ist da ein Aluminiumschaf bei? Das sind sogar zwei, ne? Nee, das sind normale. Die standen nur im Schatten. Ach, Enttäuschung. Enttäuschung. Komm, renn mal nicht weg. Renn mal nicht weg. So. Ja, das müssen wir immer wieder machen, ne? Wolle ist einfach ein kostbarer Rohstoff. Sollte man niemals aus den Augen lassen, ne? In allen Farben und Formen können wir Wolle herstellen. Ja, toll, steht uns natürlich der Baum im Weg, sodass wir überhaupt nicht erkennen, wie das jetzt da vorne geworden ist. Doch, das gefällt mir gut. Und wenn da jetzt wirklich das ganze Ding, also auf die andere Seite auch noch und dieser schmuddelige, ja, diese Ecke da unten, diese rausgebissene, ja, wenn die auch noch verschwindet. Ah, dann ist das doch ganz cool. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Ja, vielleicht oben drauf auch noch ein bisschen mal sehen.
Ne? Gut, würde ich sagen, bis dahin erstmal machen wir das mal erstmal hier Feierabend. Wird bestimmt auch gleich wieder dunkel. Ja, dann sehen wir uns dann wieder in alter Frische, sobald die Sonne aufgegangen ist. Ne? Macht's gut, bis zum nächsten Mal.